Ja, gestern hat die Wall Street doch deutliche Einbuße hinnehmen müssen nach den ISM-Daten, den relativ katastrophalen ISM-Daten. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie die Lage ist. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu eben diesem Ausblick auf das Geschehen am heutigen Mittwoch. Wir wollen uns kurz den ISM-Index nochmal anschauen. Das ist das, was gestern sozusagen der Gamechanger war, was die Stimmung verändert hat. Der 47,8 tiefster Stand seit 10 Jahren hat Rezessionssorgen hervorgerufen und das hat auch Bewertungssorgen hervorgerufen. Ich hatte beide Statistiken gestern gezeigt, aber sie sind zentral, denn der produzierende Sektor erwirtschaftet 68% der Gewinne bei den S&P 500 Unternehmen. Das geht also um mehr als 2/3 und wenn der produzierende Sektor einbricht, dann schaut es eben auch schlecht mit den Gewinnen aus. Deswegen die Reaktion gestern, man kann sich ja fragen, warum reagiert der Markt, die Wall Street so stark auf Produktionsdaten, wenn in den USA kaum mehr Produktion passiert? Das ist richtig. Wir sehen immer wieder, dass der ISM-Index Gewerbe zum Beispiel stärker beachtet wird von der Wall Street als der ISM-Index Dienstleistung. Eben offenkundig, weil hier die Profite sind, weil hier sozusagen Hartgeld zu verdienen ist im Produktionssektor. Das andere ist Kleingeld, das sozusagen sich ansammelt, aber nicht wirklich die große Geschichte ist. Das war also der Punkt, der gestern zur Drehung geführt hat an der Wall Street, was die Laune doch relativ systematisch verdorben hat. Und ich will Ihnen zeigen, wie die Dinge jetzt stehen, sozusagen, was jetzt eigentlich passiert ist. Wir haben zunächst mal heute Nacht 3 neue Entwicklungen, wenn man so will. Wir haben einen neuen Nukleartest von Nordkorea. Gestern die Meldung, dass man sprechen will, dass die USA und Nordkorea wieder Gespräche aufnehmen werden. Jetzt hat Kim Jong-un gleich einmal ein Raketal abgeschossen, dass der Amerikaner schon weiß, wo er dran ist. Dass also praktisch hier wieder mal ein Zeichen an Trump siehst du musst mich ernst nehmen. Die Chinesen haben sich bisher überhaupt noch nicht geäußert. Vielleicht sind die noch im Feiertagsrausch, keine Ahnung. Jedenfalls hier kleine Provokation, dann sehen wir, dass ExxonMobil eine Gewinnwarnung ausgesprochen hat heute Nacht. Das ist der nächste Konzern, der Prognosen senkt oder vor einbrechenden Gewinnen warnt in den USA. Das wird jetzt so ein bisschen systemisch, hat man das Gefühl. Ich hatte gestern gesagt, dass von 14 bisher berichtenden Unternehmen 13 ihre Prognosen weiter abgesenkt haben. Jetzt die Gewinnwarnung von Exxon und wir sehen, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt. Offenkundig an der Wall Street. WeWork musste seinen Börsengang absagen, hat aber verdammt viel Schulden, hat ja unglaublich viele Anleihen emittiert, Geld aufgenommen. Jetzt hat Fitch WeWork auf CCC+ abgestuft, das ist also praktisch pleite. Da ist kein Geld mehr zu holen, so ziemlich heißt die implizite Message dieses Downgrades. Das sind die neuen Entwicklungen des Tages. Schauen wir uns mal jetzt aber eine Situation an, die nach meiner Auffassung die entscheidende ist. Wir haben ja jetzt natürlich das Argument auch vielleicht, okay, wenn die Daten schlecht sind, wird die Fed die Zinsen weiter senken. Ist doch alles prima, ist doch alles gut. Jetzt kommt aber die UBS und zeigt, dass wahrscheinlich nichts gut ist, sondern dass die Dinge hier eher schlecht sind im Vergleich vor allem zu den 1990er Jahren. Damals hatten wir die Situation etwa 95, da begann die Fed die Zinsen zu senken, aber die Gewinne der Unternehmen sind weiter gestiegen. Dementsprechend sehen wir hier hellblau den S&P 500 nach der Senkung der Fed, das ist dieser Strich hier, ist der S&P deutlich gestiegen, während dann die Zinsen eben gesunken sind. Hier sehen wir die Rendite der zweijährigen amerikanischen Anleihe, die eben sozusagen parallel, mehr oder weniger parallel zum Leitzins in den USA läuft. Wir sehen also, dass damals Aktien gestiegen sind, Renditen gesunken sind. Jetzt haben wir hier die Senkung der Fed Ende Juli und wir sehen, dass sowohl Aktien als auch Anleihen erstmal gesunken sind, dann gestiegen sind. Und jetzt wieder sinken. Wir sehen also, dass sozusagen Aktien- und Zinsentwicklung parallel laufen. Sinkende Renditen ist sinkende Aktienkurse jetzt. Steigende Renditen sind steigende Aktienkurse. Hier war das anders. Hier waren sinkende Renditen gleich steigende Aktienkurse, eben weil die Aussicht der Unternehmen sehr stark war, sehr gut war. Die Gewinne sprudelten, die Aussichten auf die Gewinne waren noch einige Jahre sehr, sehr gut. Jetzt, wie gesagt, hagelt es nur an Gewinnwarnungen. Wir sehen, dass die Margen unter Druck kommen durch den Handelskrieg, dass die Investitionen zurückgehen, weil eben die Unsicherheit groß ist. Also das gesamte Ambiente für die Unternehmen
ist deutlich schlechter geworden und dementsprechend werden Zinssenkungen da nicht helfen. Das ist eben der Irrglaube, dass eine Notenbank alles irgendwie reparieren kann. Kann sie nicht. Sie kann reagieren auf bestimmte Dinge, kann manche Dinge vielleicht korrigieren, kann manche Dinge in die Wege leiten, aber sie kann einen globalen, großen Trend eben nicht aufhalten. Das ist genau das Problem. Schauen wir uns vielleicht noch interessant hier den Volveve-Index an. Das ist die Anzahl der Tweets von Donald Trump und die hat im September ein neues Allzeithoch erreicht. Gestern hatte er ja sich negativ geäußert nach den ISM-Daten, nämlich der Trump, und hat gesagt, oh, die Fed ist schuld. Die haben die Zinsen nicht gesenkt, aber es ist eben mit sinkenden Zinsen nicht getan. Das ist das Problem. Der Abschwung ist global, der Abschwung ist maßgeblich auch dann dynamisiert worden durch Donald Trump. Er hat schon ein bisschen vorher begonnen, aber der hat dann nochmal richtig Fahrt aufgenommen, eben durch Donald Trump. Wir haben jetzt die Situation, dass wir die gesamten Gewinne aus dem dritten Quartal bei Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 aufgezehrt haben an einem einzigen Tag. Und hier sehen wir den VIX, der möglicherweise davor steht, also die Wohlererwartung auf die S&P 500 Aktien. Wenn der VIX steigt, fallen die Aktien normalerweise und andersrum. Hier sind wir jetzt über diese Trendlinie hinaus. Frage, kommt nochmal ein Pullback an diese Trendlinie und wieder rein in diesen Abwärtstrendkanal oder geht es weiter rauf? Dann wären wir schnell bei 26, 27 beim VIX und das wäre keine gute Nachricht für die Aktienmärkte. Dann würde die Sache durchaus schwierig werden. Die Hoffnungen ruhen jetzt auf den Gesprächen nächste Woche, Ende nächster Woche zwischen den USA und China. Da muss was passieren, sonst könnte es ungemütlich werden an den Märkten. Denn wie gesagt, die Zinskarte scheint nicht mehr zu helfen. Selbst wenn die Fed jetzt weiter die Zinsen senkt, wird das perspektivisch den Aktienmärkten nicht mehr helfen, wenn eben die Gewinne schrumpfen, wenn wir sozusagen eine Earnings Recession haben, die sich ganz klar abzeichnet. Minus 4,6% so das durchschnittliche Earnings per Share Wachstum und das bei gleichzeitig massiv geschrumpfter Aktienmenge, das muss man erstmal hinkriegen. Schauen wir uns die Charts an, hier wieder von Capital.com. Hier sehen wir den Dow Jones mit dem Abverkauf gestern. Da war Verunsicherung, da ging es ziemlich dynamisch nach unten. Jetzt stabilisiert man sich, versucht sich zu stabilisieren beim Dow jetzt bei 26.622 Punkten. Wir sehen den S&P 500 bei 2.943, auch die Tech-Werte hat es gestern erwischt, allerdings nicht so stark. Da habe ich hier ein anderes Zeitfenster, machen wir das mal hier so, dann sieht man das. Noch nicht so wahnsinnig viel passiert, aber der Russell 2000 hat gestern massiv auf die Mütze bekommen. Also die Nebenwerte, die sehr stark auf den Binnenmarkt der USA fokussiert sind und wie möglicherweise bekommen die Amerikaner erst in der Industrie ein Problem und dann wird das irgendwann übergreifen, was derzeit passiert in Deutschland, übergreifen von Industrieschwäche auf Dienstleistungsschwäche. Hier sehen wir den DAX 12.245. Der Euro konnte profitieren dann von den Daten gestern, von den schwachen Daten aus den USA. Bums, da ging es nach oben. Wir sehen den Goldpreis, der jetzt so ein bisschen nach dem Anstieg nach ISM wieder ein bisschen abperlt. Und wir sehen, Crude Oil kann sich erholen, $54,26. Das ist also die Lage. Die Bullen haben zwei Argumente. Die Hoffnung auf den Handelsdeal, die ist schon sehr oft eingepreist worden, aber nie passiert. Und sie haben die Hoffnung auf die Fed-Zinssenkungspolitik, aber die wird möglicherweise ins Leere greifen, wie ich versucht habe, oder wie die UBS vorhin gezeigt hat. Das könnte sozusagen dann das Problem werden, das gegen weiter steigende Kurse spricht. Das war erstmal jetzt der letzte Videoausblick in dieser Woche. Weiter geht's am Dienstag nach einer kleinen Pause. Heute Abend nochmal das Marktgeflüster, seien Sie da dabei. Wie gesagt, Dienstag geht es weiter. Ich bin ein paar Tage nicht am Start, wünsche aber gleichwohl das Allerbeste Ihnen und sage Servus und Ciao.